Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ich zeichne heute auf Wunsch ein Reiterpony. Das hat sich die Jenny gewünscht. Liebe Grüße, danke für die Idee. Es wurde einfach Zeit, dass ich mal wieder ein Pferd zeichne. Und da viele unter euch reiten, dachte ich, okay, das können wir jetzt mit einem solchen Reitpony dann vielleicht dann den Wunsch erfüllen, dass ihr auch eventuell das nachzeichnen könnt. Ich zeichne es natürlich relativ einfach und ich zeichne es auch mit schwarzem Stift, damit ihr selbst gut sehen könnt, obwohl es für mich ehrlich gesagt schwieriger ist, einfach so die Linien gleich zu treffen. Denn das ist ja bei Schwarz die Hauptsache, dass die Linie, die man braucht, sofort perfekt ist. Das ist bei helleren Linien, also wenn ich mit hellerem Stift beginne, nicht so schlimm. Da kann man immer mal ein bisschen ausgleichen, aber hier in diesem Fall ist es eben. Also da muss ich mich wirklich konzentrieren. Aber ihr seht hier, das Pferd ist in einer relativ typischen Pose meistens beim Reiten. Also die Beine, die biegen sich oder die knicken auf einer bestimmten Art und Weise immer ein. Und es ist gar nicht so schwer, das mit der Zeit, also wenn man das oft macht, es mit der Zeit auch zu verinnerlichen. Hoppala, jetzt ist mir der Stift zerbrochen. Und hier ist die Linie jetzt nicht mehr so schön. Muss ich gucken. Wie das Pferd so läuft. Also es läuft jetzt ein bisschen komisch. Hier ist der Schweif. Den finde ich immer recht hübsch. Aber den werde ich jetzt soweit nicht beenden. Ja, und meistens reitet man ja das Pony, es heißt ja Reiterpony, und meistens sitzt eine Reiterin oder ein Reiter obendrauf. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich zeichne ein Reiterpony ohne Reiter. Da ich bereits ein Pferd habe mit Reiter und dachte, das müssen wir jetzt nicht jedes Mal machen. Das kann vielleicht irgendwann wieder kommen, aber momentan habe ich mich dagegen entschieden. So, was für eine Farbe hat ein Reitpony? Also das ist jetzt schon mal die Vorzeichnung, ganz einfach. Ich habe jetzt die meisten, die ich gesehen habe, in Braun gesehen. Weiß jetzt nicht, ob das die typische Farbe ist. Ich hoffe schon. In Braun, beziehungsweise in hellbeige, glaube ich. Ich werde natürlich auch braun und hellbeige mischen. Das ist mir immer lieber, als wenn ich mich nur auf eine Farbe konzentriere. Das ist zum Beispiel so ein Polychromos. Das ist relativ dunkel und es ist nicht braun vom Namen her, sondern eher violett. Also es ist so ein Violett. Nummer 263, für die, die es brauchen, zu wissen, wie das genau ist. Ja, und hier, das habe ich ja hier bereits begonnen, also die meisten Reiterponys, die ich jetzt so über Google und Wikipedia so gesehen habe, tragen so ganz interessante, wie soll ich das nennen, Frisur. Ich erkenne aber nicht genau, wie die gemacht ist. Von daher verzeiht mir bitte, dass ich das jetzt einfach so als einfache, sehr vereinfachte Illustration und sogar eher so als Deko hinkritzle, da ich so eine Frisur noch nie gemacht habe von so einem Reiterpony. Also ich weiß nicht, flechtet man da die Haare, bindet man sie zu irgendwelchen Knubbel oder so Knoten oder macht man so ein Dutt, also mehrere solche Dutts, ich weiß nicht. Also so sieht es für mich aus,
Ich weiß es aber nicht, also ich habe da jetzt nicht viel Ahnung. Ja, und wir wollen das jetzt nicht super realistisch machen, sondern vom Prinzip her ein bisschen andeuten. Von daher mache ich das so, dass wir hier die braunen Stellen mit dunkelbraun einfach also zuerst betonen und dann können wir das nacharbeiten und eventuell feiner machen. Und schauen wir mal. Also ich habe eigentlich so ein rotes Pferd bereits, also so braunes Pferd bereits gezeichnet. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Ich werde es euch hier oben rechts dann, wenn ich es nachher finde, werde ich es euch, da ist irgendwas Zerbrochenes, werde ich es euch hier oben verlinken, damit ihr es sehen könnt. Momentan weiß ich nicht, wie das hieß. Aber ich habe es nur mit 10er-Color gemacht, also die 10er-Color-Stifte. Und momentan möchte ich das lieber nur mit Polychromos, weil ich jetzt einfach mal diese Farbe habe. Mal schauen. Vielleicht mische ich auch 10er-Color mit rein. Und euch gibt es ja viele, die selbst sehr gerne reiten, glaube ich. Das finde ich schön. Ich habe jetzt die Reiter nicht gezeichnet. Teilweise haben die Pferde auch hier zum Beispiel so Schoner. Ich sage jetzt Knieschoner, aber es gibt bestimmt eine schönere Sprache in Pferdereiterdeutsch. Wie gesagt, ich bin selbst keine Reiterin, ich kann nur zeichnen und unter anderem auch ein bisschen Pferde. Pferde sind schwer, ja, ich weiß, das höchste der Gefühle. Bei Illustratoren ist es Pferde. Ich finde Pferde und Baustelle. Also wer Pferde und Baustelle bereits geschafft hat und auch Aufträge bekommen hat, der kann sich glücklich schätzen, beziehungsweise anscheinend kann er das. Es gibt sehr gute Pferdeillustratoren. Also ich bewundere sie alle sehr. Es gibt Pferdeillustratoren, die Pferde zu Hause haben. Das finde ich ja noch schöner. Ich nicht. Ich sehe die nur auf der Straße also bei uns gibt es in der Nähe einen Reiterhof. Wenn die mit ihren Pferden da rausgehen zum Spazieren oder wenn ich spazieren gehe und sie dann im Wald oder auf dem Feldweg treffe, dann sehe ich die aber ansonsten Fotos und Illustrationen selbst. Und Baustelle ist so also ähnlich. Mit Baustelle kenne ich mich sogar ein bisschen besser aus, da wir schon mal gebaut haben, beziehungsweise in meiner Familie gebaut wird immer mal wieder. Von daher mit Baustelle kenne ich mich fast ein bisschen besser aus und ich habe tatsächlich auch schon Baustellenaufträge gehabt, also Puzzle-Baustelle oder auch mal Bilder, in denen Baustelle, also Bücher, in denen Bilder und Illustrationen verlangt werden, die viel mit Baustelle haben. Genau, aber ansonsten bin ich jetzt nicht die typische Baustellenillustratorin, da gibt es sehr gute. Also Hut ab. Ja, jetzt schauen wir mal, wie wir das machen. Mir wird das Pferd irgendwie zu dunkel momentan und ich glaube, ich greife jetzt einfach mal zu einem 10er-Color. Und verpasse dem Ganzen einen Grundton. Das ist ein Grundton, der das ganze Pferd jetzt in einen beige, sehr hellbeige, braunen Touch versetzt. Das stört soweit nicht, dass ich jetzt da so drüber male, da das vom Licht und vom Schatten sowieso so dargestellt wird. Ich muss nur sicher gehen, dass das die richtige Farbe war, aber ich muss ja nicht das Ganze so durchziehen. Also ich habe euch schon mal gesagt, 10er Color, ich sehe auch immer mal wieder Leute, die sich diese bestellen, also über meine Links, die ich unter die Videos gepostet habe, sehe ich immer mal wieder, dass ein 10er Color Kasten wieder bestellt worden ist. Vielen lieben Dank. Also über diese Amazon-Links, die sind so Partner-Links, bekomme ich eine kleine Provision. Wenn ihr unter meinen Videos bestellt, also wirklich ein paar Cent,
Aber das ist immer sehr schön, wenn ich sehe, dass ich Sachen, die ich euch empfohlen habe, dass ihr die auch mal kauft. Wer das kauft, weiß ich nicht. Also so viel Privatsphäre gibt es. Ich sehe nur, dass das bestellt worden ist und eben gekauft worden ist. Jetzt nehme ich das andere Zehnercolor. Das ist rosiger. Und da gehe ich jetzt mal so richtig drüber und mische das so rein. Ihr seht hier, es wird schon ein braunes Pferd, aber in einem ja, freundlichen Braun, würde ich sagen. Gerade weil wir unter diesen Browns auch viel Rosa und Naturbeige, also so Wollbeige, mitmischen. Hier oben am Rücken mache ich immer sehr gerne, da wir mit Schwarz begonnen haben, was ich sonst nicht gemacht hätte, mache ich sehr gerne so einen ganz feinen Verlauf, also wirklich sehr fein. Und damit wir ein bisschen so das Volumen hier haben. Ansonsten ist das Pferd ja im Großen und Ganzen sehr gemischt von der Farbigkeit hier. Es ist ein braunes Pferd, ja, aber wir haben das jetzt so geschafft, dass es nicht so langweilig wirkt. Hoffe ich zumindest. Ja, das ist hier ein Stabilo-Braun. Das benutze ich selbst auch sehr gerne. Weil mir das bei den Polychromos drin irgendwie fehlt. Also ich finde es bei den Polychromos nicht. Hier vorne haben wir auch ein Weiß. Aber am Rande machen wir es ein bisschen im Verlauf einfach. Und hier nehme ich auch lieber so einen Ton und beende das im Verlauf mit diesem helleren Stift Zehnercolor. Also ihr seht, ich zeichne sehr schnell. Das mache ich normalerweise so schnell nicht in der echten Illustration, da konzentriere ich mich sehr. Aber ich weiß, dass ihr hier gerne zu einem Ergebnis kommen wollt. Also ich sehe das an den Videoklicks. Also die wenigsten schauen sich das bis zum Ende an. Die meisten hüpfen und wollen Ergebnisse sehen. Von daher mache ich das natürlich immer. Also ich zeichne schneller, als ich kann für euch, damit ihr da gut sehen könnt. Die Qualität dieser Zeichnungen ist natürlich eher skizzenhaft. Also ich mache keinen Fotorealismus wie jetzt andere YouTuber oder Künstler, sondern einfach schnelle Lösungen als Skizzen. Wer das wirklich so ausarbeiten will, der müsste sich da viel mehr Zeit nehmen. Und natürlich immer gute Vorlagen, also gute Fotos aussuchen, gute Illustrationen und sein eigenes Ding dann selbst so durchziehen. Was wir beim Schweif machen, ist nicht viel. Ich zeichne gerne Schweif, aber nicht so, dass wir das zukleistern, sondern eher vom Winde verweht so ein bisschen. Gefällt mir mehr, besser, als jetzt irgendwelche zugekleisterten Malsachen. Und dieser Schweif, den ich hier habe, der ist wirklich sehr hell. Und das gefällt mir auch. Also ein braunes Pferd oder hellbraunes, hellbeiges Pferd mit einem hellen Schweif. Und hier hinten, jetzt reicht mir das Blatt nicht mehr, das habe ich nicht gut geplant. Aber hier hinten und unten haben wir einen Schatten. Die Hufe mache ich sehr hell, also hier vorne. Und hinten kann man ja ganz leicht mit so einem beigebraun den Schatten so ein bisschen ergänzen. Und was ich jetzt noch mal versuchen will, ist mit Zehnercolor rötlich hier und da so ganz feine Schattierungen zu erzeugen. Also da, wo ihr seht, dass ich ein bisschen zu viel Schraffur habe, es nicht so genau gemacht habe, ein bisschen zu grob gezeichnet habe, da gehe ich jetzt noch mal mit Zehnercolor und vermale das so ganz leicht, ja? Also diese weißen, das
Das finde ich an Zehnerkolor immer sehr schön. Das ist der, also die Polychromos-Stifte nochmal vermalt. Und dann kann man so schöne Drehbewegungen machen und dann wirkt das Ganze nicht mehr so hart. Wird natürlich immer brauner, das Pferd. Also das muss man erst zum Schluss machen. Wenn man vorher das Pferd zu dunkel gemacht hat, muss man vielleicht eine andere Farbe nehmen. Also eine hellere, die das Ganze vermalt. Aber bei Zehnerkolor finde ich das recht schön. Und hier am Po. Das ist mir hier ganz leicht ein bisschen zu dunkel geworden. Und der Rest ein bisschen zu hell. Mal schauen, ob ich das so hinbekomme, dass das nicht zu stark ist. Und vielleicht nochmal damit. Aber es ist ein braunes Pferd, also man sieht das schon. Ich habe, glaube ich, öfter solche für Kinderbuchillustrationen gezeichnet. Also ich habe das Gefühl, ich erinnere mich gut, dass ich braune Pferde oder beigebraun, so helles beigebraun gezeichnet habe. Ist auch bei den Verlagen eigentlich, ja, was heißt gefragt, also ich suche mir das selber aus, aber so rotes, braunes Pferd mag ich sehr gerne zeichnen. Weil die anderen Tiere das, diese Farbe oft nicht haben, dieses braun, rötlich, orange. Orange ist eher so Fuchs und Pferd ist eher so braun, so ein weiches Braun. Aber ich habe sowieso verschiedene, also ganz viele verschiedene Pferde für Ravensburger Puzzles oder für sonstigen. So, ihr Lieben, also ganz lieben Gruß an die liebe Jenny. Ich hoffe, dass dir das soweit gefällt. Ich mische jetzt noch ganz wenig viel rötlicheres hier rein, also hier und da. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich fertig. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr das einigermaßen gelungen findet in dieser Zeit, ja, unter 20 Minuten sind wir, dann bitte einen Daumen nach oben. Gerne auch mal andere Wünsche, könnt ihr mir gerne immer wieder schreiben. Wie gesagt, ich erfülle sie, wenn die Zeit reif ist, wenn es wieder klappt, erfülle ich sie sehr gerne. Und ansonsten sehen wir uns wieder. Das waren so meine Stifte ganz grob. Die zeige ich euch jetzt hier nochmal. Genau, das waren sie so. Mehr gab es nicht. Ja, das war's. Bis demnächst. Eure Dani. Tschüss.